Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Hass. Ich möchte mich mit euch über das Thema Hass unterhalten. Wer von euch hasst zurzeit eine Person? Sehr sogar. Und warum? Und wer von euch hat mal sehr, sehr intensiv und vielleicht über einen langen Zeitraum hinweg jemanden gehasst? Und wer von euch ist Objekt des Hasses und wie geht ihr damit um? Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Kai und Kai ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Domian. Erstmal Lob an eure Sendung. Dankeschön. Ja. Zum Thema Hass. Ja, mein Hass richtet sich gegen meinen Stiefvater. Mhm. Weil jetzt bin ich zwar 23, aber ich habe bis zum Anfang 16. Lebensjahr mit meiner Mutter und meinem Stiefvater zusammen gewohnt, mhm. mit meiner Schwester. Mhm. Naja, und er hat mich halt 15 Jahre lang nur gedemütigt, seitdem ich klein war und niemals die Liebe gezeigt. Mhm. Sondern hat mir auch immer auf mich eingeschlagen, verbal, körperlich. Das Schlimmste halt waren halt, wenn man Badmintonschläger, Stromkabel, wie er dann halt. Also körperlich, kann man sagen, körperlich misshandelt worden? Auch, ja. Mhm. Du bist bei dem Stiefvater, also mit dem Stiefvater aufgewachsen quasi. Ja. Wo war dein richtiger Vater? Ja, und von dem hat sich meine Mutter, als ich ein Jahr alt war, getrennt, weil er Alkoholiker war. Mhm. Naja, und ist dann ziemlich in dem zusammengekommen. Mhm. Ja, und das hat schon so ergeben. Wie hat sich denn deine Mutter in all den Jahren verhalten? Sie hat ja gesehen, dass ihr Sohn von ihrem neuen Mann so ja, gewalttätig behandelt worden ist. Ja, sie hat mich zwar immer so versucht zu schützen, aber sie hatte selber auch Angst vor ihm. Hat er sie denn auch geschlagen? Nee, geschlagen nicht, aber er hat sie halt mit der verbalen Gewalt fertig gemacht. Mhm. Und das ging dann so weit, dass sie halt auch Nervenzusammenbrüche hatte und auch schwere Beruhigungstabletten nehmen musste und schwer mit dem Herzen zu tun hat. Also sie konnte dir gar nicht großartig helfen und du machst ihr auch keine Vorwürfe, dass sie dir nicht geholfen hat? Ich habe mit meiner Mutter heute super Kontakt. Mhm. Leben denn die beiden noch zusammen, sie und dein Stiefvater? Nein. Die haben sich getrennt und daraufhin, das war auch einer der Gründe, warum die sich getrennt haben, auch weil er halt so brutal mir gegenüber war. Mhm. Und meine Schwester, die 10 Jahre jünger ist, das wollte sie ihr nicht antun. Mhm. Die Schwester ist 10 Jahre jünger, ist das deine Stiefschwester? Das ist meine Halbschwester. Deine Halbschwester, also das war seine Tochter, mit der er auch sehr hart umgegangen ist, als sie klein war. Weniger, also da war er immer lieb und nett, aber sie hat auch heute schwere psychische Probleme, weil das halt von mir mitgekriegt hat. Und solche Bilder bleiben ja auch im Gehirn hängen. Natürlich, du bist dann mit 16 Jahren von zu Hause ausgezogen. Ja. Warum mit 16 Jahren? Wegen dieser Gewaltaktion? Auch, ich bin dann einfach nur laufen gegangen, war dann beim Jugendamt und die haben mich dann vollstens unterstützt. Die haben mir dann mit 16 eine eigene Wohnung gegeben, halt betreutes Wohnen. Mhm. Naja, und hab dann auch eine Therapie gemacht mit einem Psychiater, weil es halt das Problem war, dass wenn Stress kam, dass ich entweder mit Krankheit reagiert habe oder halt mich in so eine Art Schneckenhaus zurückgezogen habe. Wie lange war deine Mutter denn dann noch mit ihm zusammen, nachdem du ausgezogen warst? Einen Monat oder so. Ach so, nicht länger mehr. Nicht mehr länger. Mhm. Mhm. Jetzt sind einige Jahre vergangen, du bist 23 Jahre alt. Und hast immer noch diesen Hass, diese Aversion, also Hass, nicht nur Aversion, sondern wirklich Hass gegen diesen Mann? Ja, weil allein wenn ich den sehe, kriege ich Hassgefühle, weil ich merke, dass er meine Schwester nur mit Geld ködern will. Mhm. Das heißt, ihr habt auch noch irgendwie, ihr lauft euch über den Weg, ihr wohnt in einer Stadt? Ja, wir wohnen in einer Stadt. Mhm. Redest du denn mit ihm, wenn du ihn siehst, oder gehst du ihm eigentlich aus dem Weg? Ich gehe aus dem Weg, weil ich weiß, dass ich sonst falsch reagieren würde. Was heißt falsch reagieren? Ja, letztes Jahr im Dezember war ich auf einer Weihnachtsfeier, halt sehr gut gelaunt. Mhm. Und ich war da derzeit noch Filialleiter und habe halt mit Kasse und so zu tun gehabt. Und er wollte von mir ein Euro-Prüfgerät haben. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht, das kann ich schon firmenintern für die Firma bestellen. Und es geht halt nicht. Mhm. Ich fing am Telefon an, mir zu drohen. Mhm.
daraufhin habe ich aufgelegt und habe gedacht, ja komm, egal. Naja, daraufhin hatte ich einen Telefonterror von ihm, hat am Abend bestimmt 50 Mal angerufen und hat mir immer wieder gedroht. Und daraufhin habe ich dann abends, auch wenn ich alkoholisiert war, mit einem Baseballschläger bei dem vor der Tür gestanden, aber er war nicht da. Gott sei Dank. Ja, das Gott sei Dank. Heute auch. Mhm. Dass du da keine Dummheiten machst und dass du dir einen großen Schaden zufügst durch eine solche Aktion, die niemandem nutzt. Die nutzt dir nicht und so wirst du deinen Hass mit Sicherheit auch nicht los, indem du dann dein ganzes Leben verkomplizierst. Und ich merke das heute halt, dass ich halt oft falsch reagiere. Mhm. Auch wenn mich einer anfängt zu drohen, reagiere ich direkt aggressiv. Mhm. Und Du hast aber erzählt, dass du sogar in einer Therapie warst, nachdem du von zu Hause ausgezogen bist. Aber es ist dieser Therapie nicht gelungen, diesen Hass aus dir herauszuholen und damit fertig zu werden. Nee. Hast du den Eindruck, dass der Hass, je älter du wirst und je mehr du dich entfernst von dieser Zeit, dass der Hass sogar noch größer wird? Der wird größer, weil ich heute merke, dass es halt meinem Leben geschadet hat, dass ich jetzt halt merke, wenn irgendwie Stress ist, ich ziehe mich zurück und das hat auch schon Beziehungen zerstört. Dass ich meinen Mund nicht aufgemacht habe, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen. Wie lange hast du diese Therapie gemacht damals? Ein Jahr lang, also 11 Monate im Dreh. Hast du denn darüber nachgedacht, das vielleicht nochmal zu wiederholen? In einer anderen Form, mit einem anderen Therapeuten natürlich? Ja gut, das wäre vielleicht von Nutzen, aber ich weiß nicht, ob das dann dieser Hass abbauen würde, weil auf Dauer lebt es sich, auf Dauer lebt es sich natürlich sehr schlecht mit Hass. Ja. Und der Hass richtet sich auch immer gegen einen selbst, gegen den, der hasst. Denn du findest ja auch nicht deinen Frieden und deine Ruhe. Ja, und einmal so, deshalb sollte man eigentlich bemüht sein, auf welchem Wege auch immer, mit dem Hass zurechtzukommen, ihn loszuwerden, letztendlich ihn aufzulösen. Du musst ja deshalb keine gute Meinung über diesen Mann haben, weiß Gott nicht. Aber Hass beschäftigt einen ja auch so sehr, zehrt einen auf, macht einen fertig. Und da solltest du irgendwas... Hassgefühle sind schlimm. Ich merke es ja in meinem Leben, dass ich halt viele negative Seiten habe, die andere zum Glück nicht kennen. Die kennen mich alle als lebensfrohen Mensch, also als lustigen Kerl, als Spaßvogel. Nur ist das Problem, wenn dann einer meine zweite Seite kennenlernt, dass sie alle immer verwundert sind und das auch nicht verstehen. Mhm. Redest du mit deiner Mutter sehr viel über diesen Mann und über diese Zeit? Ja, vor allem viel mit meiner Schwester darüber, damit sie weiß, was das für ein Typ ist. Und er hat auch ihr gegenüber noch nie irgendwie Liebe gezeigt. Er hat alles versucht, mit Geld zu machen. Und meine Schwester ist jetzt schon auch in psychiatrischer Behandlung wegen ihm. Aber gut ist ja, dass du... dass es nicht auch noch dazu geführt hat, dass du eine schlechte Beziehung zu deiner Mutter hast. Sprich, dass du ihr im Nachhinein Vorhaltungen machst. Das machst du ja nicht. Nee, also meine Mutter kann nicht dafür. Und ich muss dazu sagen, wo ich aufgewachsen bin mit ihm, als auch bin, dass ich seiner Leute, wird er auch sagen, das gibt es nicht. Er war Zeuge Jehova und meine Mutter natürlich auch, die ist es auch noch. Und da ist sowas eigentlich gar nicht gang und gäbe. Und da ist eigentlich genau das Gegenteil. Was ist nicht gang und gäbe? Dass man gewalttätig den Kindern sich gegenüber verhält, oder was? Ja, ich sag mal, dass man einen Klaps mal gibt, ist okay, aber nicht auf diese Art und Weise, wie er es getan hat. Ich würde dir wirklich empfehlen, Kai, das nochmal sehr gut zu überdenken, nochmal in eine solche Therapie zu gehen, um damit fertig zu werden, um damit abzuschließen mit diesem finsteren Kapitel, was du alleine, glaube ich, nicht wirst können. Ja, nur hier die Therapeuten, da haben wir auch lange mit dem Jugendamt zusammen geguckt und bei denen wir waren, war gut, aber naja, er hat nachher versucht weiter da reinzubohren, wie es war und da habe ich leicht blockiert, weil halt die Erinnerung nicht gerade sein soll. Denke nochmal drüber nach, ich glaube dennoch, dass das der richtige Weg wäre, natürlich mit einem anderen Therapeuten dann. Alles Gute. Danke. Tschüss, Kai. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, Hass. Seid ihr im Moment in einer Lebensphase, dass ihr jemanden sehr, sehr, sehr hasst? Aus welchen Gründen auch immer. Oder seid ihr in der Situation, dass ihr von einem Menschen gehasst werdet? Und wie geht ihr mit diesem Hass um? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer 0800 5678 110. Tatjana ist jetzt bei mir. Hallo Tatjana, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo.
Tatjana, du hast jemanden? Ja, und zwar sehr. Red mal ein bisschen, geh mal ein bisschen näher an den Telefonhörer. Ja. Ja, so ist viel besser, ja. Okay. Du hast jemanden sehr, sagst du? Mhm. Wen? Den Mörder meiner Nichte. Den Mörder deiner Nichte? Genau. Wie alt war deine Nichte als Meine Nichte war 19 Jahre alt, das ist vor 3 Jahren passiert. Mhm. Und... Was ist da genau passiert? Ja, er war eifersüchtig auf alles, was sie tat. Mhm. Die haben auch ein gemeinsames Kind. Meine Nichte hatte schon ein Kind vorher. Mhm. Und aus dieser Beziehung ist noch ein Kind entstanden. Mhm. Ja, und dann hat meine Nichte, sie wollte sich von ihm trennen. Mhm. Wegen seiner Eifersuchtsszenen und alles Mögliche. Hatte die Nichte einen anderen Freund oder wollte sie sich einfach von ihm trennen, weil die Beziehung nicht mehr funktionierte? Sie wollte sich nur von ihm trennen, weil sie, ja, sie konnte es nicht mehr. Mhm. Die Eifersuchtsszenen von ihm und mhm. sie wurde auch geschlagen von ihm und alles. Mhm. Und ja, wo er denn erfahren hat, dass sie sich trennen wollte, der hat da kurz einen Prozess gemacht und sich gut mit ihr den Abend verstanden und hat dann einfach gewartet, bis sie einschläft. Und hat eine Bratpfanne genommen und einfach nur auf sie eingeschlagen. Im Schlaf? Im Schlaf, ja. Er hat das Mädel mit einer Bratpfanne im Schlaf erschlagen? Richtig, genau. Dann hat er sie in eine Badewanne gelegt. Da hatte sie noch geröchelt. Und womöglich war auch die Kleine dabei. Damals war sie 8 Monate. Hm. Ja, und dann hat er sie verschleppt. Was heißt das? Er hat sie aus der Wohnung herausgenommen? Aus der Wohnung, bis sie, also erstmal ist er raus aus der Wohnung, weil sie ja noch geröchelt hatte. Warum überhaupt hat er sie in die Badewanne gezerrt? Um Blutspuren zu verwischen. Mhm. Gezerrt nicht, nein, sie war ja bewusstlos. Also er hat sie geschleppt in die Badewanne? Ja, er hat sie ja auf dem Sofa erschlagen. Mhm. Und in der Badewanne hatte sie noch geröchelt. Also sie hat auf dem Sofa geschlafen? Richtig. Und hat sie dort... erschlagen und dann in die Badewanne. Aber er hat kein Wasser in die Badewanne reinlaufen lassen. Das wissen wir nicht genau. Mhm. Das wurde auch nicht gesagt. Und wie ging es dann weiter? Dann ist er losgegangen, wo sie noch geröchelt hatte. Er hätte sie noch, also sie hätte noch leben können, wenn er einen Notarzt gerufen hätte, weil er hat das als Unfall dargestellt hinterher. Mhm. Also wenn es ein Unfall gewesen wäre, dann hätte er einen Arzt rufen können oder sonst was. Aber was für ein Unfall soll das gewesen sein? Ja, vor Gericht hat er gesagt, also er nicht selber, aber sein Anwalt hat dann immer für ihn gesprochen und hat gesagt, das ist ein Unfall gewesen. Ja, aber was für ein Unfall? Naja, im Streit haben sie sich gegenseitig Töpfe gegen den Kopf geschlagen ach so, und sowas ach so. Alles. Ja, ja. Und was hat er dann mit der sterbenden jungen Frau gemacht? Ja, dann ist er raus, hat Spaten und alles besorgt. Dann kam er wieder, da war sie wohl schon tot. Hm. Oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er sie dann in eine Decke eingewickelt. Ist dann mit ihrem Körper, also in eine Decke eingewickelt, ist dann mit ihr ja ins Auto, hat sie im Kofferraum gelegt, ist dann mit ihr 10 Kilometer weit entfernt von dem Ort gefahren, an ein Vogelgebiet, ja. Vogelschutzgebiet. Und da hat er sie dann... ja, niedergelassen, nochmal rauf uriniert. Darauf uriniert? Ja, nochmal rauf uriniert und danach hat er sie verscharrt. Das ist ja unglaublich. Ja, wir wissen nicht, wie, also sie hatte auf jeden Fall eine 30 cm oder 60 cm große Lunge voller Blut. Das kann also sein, dass die Frau, die junge Frau, deine Nichte? Ja. Verscharrt worden ist, als sie noch lebte. Ja, genau. Es kann sein, dass sie da noch etwas gelebt hat. Genau. Mhm. Er hat sie dann eingebuddelt. Er hat sie eingebuddelt und... Und hat vorher drauf gepinkelt. Ja, genau. Mhm. Gibt es so viel Grausamkeit? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kannte ihn ja auch und konnte es mir eigentlich immer nicht vorstellen, so, weil er war vorher ein normaler Mann. Ganz, ganz lieber netter Mensch zuvorkommt und bis meine Nichte mir erzählt hat, dass er sie schlägt und so und dann hatte ich dann auch schon ein bisschen Abstand genommen. Mhm. Wie alt war er? Deine Nichte war 19, wie gesagt. Er war 22. 22. Wie ist das Ganze denn dann aufgeflogen? Er hat sich nach 2 Tagen selbst gestellt.
Mhm. Und hat es dann, wie gesagt, als Unfall dargestellt. Ja, und dann kam das... Aber wie absurd. Wie hat er es denn dann dargestellt, dass er die Leiche oder die schwerstverletzte Frau da in dieses Vogelschutzgebiet gebracht hat und dann vergraben hat? Warum? Warum er sie vergraben hat? Nee, wenn es ein Unfall war, dann ruft man doch, ja, wie ja, du genau. gerade schon sagtest, ruft Angeblich man denn... Angeblich hat er gesagt, er wusste nicht, was er macht. Mhm. Das ist einfach so eine... Und warum hat er auf seine Frau uriniert? Das konnte ich nie fragen. Hat der Richter das nicht gefragt? Der hat vor Gericht einfach nur mit gesenktem Kopf, die ganzen 11 Gerichtstage hat er nur mit gesenktem Kopf da gesessen. Er hat nicht ein Wort gesagt, nicht mal zum Schluss zu meiner Schwester, es tut mir leid oder sonst was. Ich meine, gar nichts, es kam nichts rüber, gar nichts. Mhm. Hätten wir auch nicht erwartet von ihm. Wie hat man das überhaupt nachträglich rausgekriegt, dass er auf die tote oder fast tote Frau uriniert hat? Sie wurde ja obduziert, weil er das ja als Unfall dargestellt hat. Mhm. Und durch die Obduktion wurde dann festgestellt, dass es eindeutig Mord war, dass er bewusst immer wieder raufgehauen hat auf den Kopf. Und es wurden auch Urinspuren auf ihrem Körper gefunden und das war sein Urin. Mhm. Und er war nicht alkoholisiert an dem Abend? Er war nicht alkoholisiert, er war total, ja, weder Alkohol noch Drogen. Mhm. Du warst bei dem ganzen Prozess dabei? Ja. Er hat nichts gesagt, er hat nur unter sich geschaut. Immer nur runtergeschaut. Mhm. Ist das als Angehörige nicht ein nachträgliches, ungeheures Drama, wenn man im Gericht dabei sitzt, wie das alles dann auch minutiös nochmal erzählt wird und aufgerollt wird? Zumal man ja auch ein Jahr warten musste, bis überhaupt das Gericht, also bis wir überhaupt vor Gericht standen alle. Und wir wurden ja auch alle verhört. Und aber ist es dann ein Jahr vergangen und dann lebt das alles nochmal auf? Mhm. Ne? Nee, es lebt nicht auf. Es war in uns. Es war immer in uns. Mhm. Und es ist auch heute noch in uns. Zu was ist er verurteilt worden? Lebenslang. Aber was ist das schon? Das ist keine Strafe. Das ist wirklich nichts. Was hättest du dir gewünscht? Was hätte sich die Familie gewünscht? Eine Woche bei uns in der Familie. Mehr nicht. 19 Jahre war das Mädel alt. Zwei Kinder bleiben zurück. Und die Kinder werden auch noch getrennt. Warum werden die getrennt oder wurden die getrennt? Das Jugendamt trennt die Kinder, weil die Kleine, die war zu dem Zeitpunkt 600 Kilometer von uns entfernt, weil das ja da passiert ist. Ich kann jetzt die Stadt nicht sagen, weil sonst ist wieder zum Nachteil für uns. Der Kleine war bei meiner Schwester. Und die Kleine halt bei ihm. Er hat sie auch aus Lüneburg vorher entführt. Oh, jetzt habe ich das doch gesagt. Ja, die werden jetzt vom Jugendamt getrennt, weil die Kleine, wie gesagt, da war, bei denen. Also es zieht sich da zusätzlich noch etwas sehr Trauriges mit sich, dass die eben nicht zusammenbleiben können, ja, die Halbgeschwister. Wir sind seit 3,5 Jahren am Kämpfen um das Sorgerecht. Meine Schwester und ich, und wir haben jetzt am 19. April haben wir die Verhandlung. Also ihr seid jetzt seit 3 Jahren mit diesem unglaublichen Fall beschäftigt. Ja, genau. Mit diesem unglaublichen Unglück. Wir müssen uns auch mit der Familie verstehen. Sonst sehen wir die Kleine nie wieder. Verstehe. Hattest du eine enge Beziehung zu deiner Nichte? Eine sehr enge, ja. Ihr seid ja auch altersmäßig. Na gut, du bist 32, das ist doch... Ja, sie war 8 Jahre jünger als ich. Und wir sind auch zusammen in Diskotheken gegangen und sie hat zum Schluss hier neben mir gewohnt und... Dein begleitendes Lebensgefühl seit 3 Jahren und wahrscheinlich nicht nur deins, sondern auch der Familie, das ist deine Schwester, ist Hass. Ist Hass. Ja, wie gehst du mit diesem Hass in dir um? Kann ich nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Denkst du permanent an deine Nichte und parallel permanent auch an den Täter? Ja. Und das täglich. Was sind die Wünsche, die du... Ich meine, das kann man ja mal aussprechen. Das ist ja auch nur allzu menschlich. Wenn du an diesen Mann denkst, was würdest du mit dem gerne machen wollen? Da
darf ich gar nicht sagen. Ich finde, dass man das sagen darf und dass man auch aufgrund der Situation subjektiv das Recht dazu hat, auch so zu empfinden. Ich würde mich niemals auf seine Stufe stellen wollen. Mhm. Niemals. Und ich will auch gar nicht, dass er stirbt. Du möchtest ihn nur quälen. Mhm. Aber er quält uns ja in dem Sinne schon weiter. Er quält uns ja. Er hat uns alles genommen, was wir hatten. Mhm. Und er quält uns in dem Punkt schon deswegen weiter, indem er uns die Kleine nicht wieder zurückgibt. Mhm. Und die Geschwister werden dadurch getrennt. Ich glaube, das ist doppelt dramatisch und traurig und schlimm. Es ist schon auf der einen Seite schlimm, wenn man einen Menschen verliert, den man sehr liebt. Ja. Aber sich dann auch noch vorzustellen, wie dieser Mensch umgekommen ist und wie er vielleicht in der letzten Phase seines Lebens noch leiden musste. Ja, genau. Und wie entwürdigend er gestorben ist. Ich glaube, das macht es unermesslich, diesen Schmerz und die Trauer und dann auch, so sind wir beim Thema, den Hass. Ja, Hass. Mhm. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde, wenn er vor mir stehen würde. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, es kam auch nicht dazu. Ich meine, vor Gericht war es wieder was ganz anderes. Mhm. Aber wenn er jetzt rauskommen würde, irgendwann, und er steht vor mir, wüsste ich nicht, was ich tue. Mhm. Und ich kann auch für nichts garantieren. Er hat im Gericht immer unter sich geschaut. Hast du denn ab und zu ihm hingeschaut? Du hast ihm zumindest, wenn auch nicht die Augen, ihm versucht, ins Gesicht zu schauen? Also, wo ich die Aussage machen musste, saß ich fast neben ihm. Mhm. Ich war ja direkt in der Mitte vor dem Richter. Mhm. Da habe ich ihn nicht einmal angucken können. Mhm. Weil da hatte ich Angst, dass ich auf ihn zugehe, wenn ich ihn angucke, dass ich dann auf ihn zugehe. Mhm. Aber ich habe ihn lieber nicht angeguckt. Und wo ich denn die ganzen Male dabei war, ja, da habe ich ihn doch schon öfter mal angeguckt. Mhm. Aber mhm. es kam nichts rüber. Es kam nur immer was rüber, wenn der Name seiner Tochter fiel. Mhm. Redet ihr in der Familie viel über diesen Mann? Oder nicht mehr jetzt? Doch, sehr viel. Mhm. Es wird sehr viel noch über ihn gesprochen. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du, oder die Hoffnung, den Eindruck weiß ich nicht, dass du jetzt nur auf deine Person bezogen, dass du mit diesem Hass alleine fertig wirst? Hm, eigentlich nicht. Mhm. Nee. Hast du darüber nachgedacht, dir vielleicht ein bisschen Hilfe zu holen von außen? Ich hatte schon mal Hilfe und das war das erste halbe Jahr, da war ich beim Psychiater. Mhm. Aber nee, die konnte mir aber auch nicht helfen. Mhm. Ich würde trotzdem vorschlagen wollen, Tatjana, dass du mit meiner Psychologin jetzt gleich mal ein paar Worte noch redest, mit der Anna. Mhm. Es wird sicher sehr schwierig sein, da einen Ausweg zu finden, denn es gibt eigentlich keinen Ausweg. Aber es muss Mittel und Wege geben, diese schlimmen Gefühle, die euch ja auch so zusetzen. Und er agiert ja quasi aus dem Gefängnis noch gegen euch im Moment. Ja. Ne, das ist ja das Dramatische daran, dass man das etwas kanalisiert und etwas in den Griff bekommt. Tja. Denn es darf ja auch nicht sein, dass eure Familie jetzt auf Dauer zerstört wird dadurch. Es ist schon so schlimm, es ist schlimm genug, was geschehen ist. Ja. Aber das schweißt unsere Familie noch ein bisschen enger zusammen. Das glaube ich, ja. Mhm. Ja. Erschütternd. Vor allen Dingen auch für die Kinder, weil die die dürfen sich nur einmal im Monat sehen und es ist echt traurig, was die da alles so zulassen, die Behörden, und wir verstehen die Welt nicht mehr. Wie oft denkst du das Wort Hass am Tag oder fühlst du den Hass, gar nicht das Wort, sondern wie oft fühlst du den Hass am Tag? Permanent? Permanent nicht, nein. Aber es kommt schon hoch. Mhm. Und nicht nur einmal, zweimal, sondern alleine schon immer, wenn ich an meine Nichte denke. Mhm. Verständlich. Und da denke ich sehr, sehr oft dran. Ja. Tatjana, du legst bitte jetzt auf und wirst sofort von meiner Psychologin, von der Anna, zurückgerufen. Mhm, okay. Ich wünsche alles Gute dennoch. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Kerstin, und Kerstin ist 29 Jahre alt. Hallo Kerstin. Hallo Kerstin? Ja. Hallo, guten Morgen. Hallo, morgen. Du hast dich auch zum Thema Hass gemeldet. Ja. Was ist es bei dir? Bist du Gegenstand von Hass oder hast du auch jemanden? Ich hasse auch jemanden, meinen Ex-Freund. Mhm. Was hat er gemacht? Warum hast du ihn? Wir waren 6 Jahre zusammen. Er hat mich geschlagen,
auch vergewaltigt hat er mich. Eigentlich fast die ganze Palette, kann man sagen. Hat er dich während dieser ganzen 6 Jahre geschlagen, auch zu Beginn des... Nein, die ersten 2 Jahre war alles wie aus dem Bilderbuch. Mhm. Nur dann erfährt man so Sachen, dass er im Knast saß, auch wegen Totschlag schon mal. Und ach, das wusstest du vorher gar nicht? Nein, das wusste ich vorher gar nicht. Da war er gerade aus dem Knast gekommen, wo wir zusammengekommen sind. Und das hatte er dir nicht erzählt? Nein. Mhm. Also es fing mit einer Lüge... Es fing mit einer Lüge quasi an? Ja. Mhm. Und dann habe ich auch von Kollegen erfahren, lass die Finger von ihm. Nur, ich war so blind vor Liebe. Mhm. Ich hätte alles gegeben für den Mann. Mhm. Wirklich alles. Nach 2 Jahren, begann es dann zu kippen. Ja. Ist da was vorgefallen oder hat sich das so allmählich eingeschlichen? Das ist ganz langsam erst gekommen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Er ist dann erstmal nicht nach Hause gekommen und war mehr wütend auf mich für Kleinigkeiten. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, was hast du jetzt verkehrt gemacht, und habe gegrübelt. Mhm. Hast die Schuld bei dir gesucht? Ja, habe ich. Dann ist er nachts nicht nach Hause gekommen, dann habe ich überall hin telefoniert. Wenn er dann morgens kam, musst du hinter mir her telefonieren, zack, habe ich die erste Ohrfeige schon gekriegt. Also 4 Jahre bist du quasi geschlagen worden. Ja, und zum Schluss vergewaltigt. Wie viel Mal? Man kann über den Daumen, alle 2 Wochen war das auf jeden Fall. Alle 2 Wochen? Ja. Bist du vergewaltigt worden? Nein, verprügelt. Verprügelt worden? Ja. Und wie oft vergewaltigt worden? Einmal. Einmal. Mhm. Bis jetzt habe ich immer gesagt, wenn er Sex haben wollte, okay, ich tu's, auch wenn ich da keine Lust zu hatte. Warum hast du das 4 Jahre noch ausgehalten? Warum? Ich habe immer gedacht, der Mann ändert sich. Zwischendurch war auch noch mal im Knast. Da hat er gesagt, die Behörden hätten sich vertan, er hat ja überhaupt keinen älteren Mann geschlagen, das stimmt nicht. Und dafür geht man ja nicht ein halbes Jahr im Knast. Also du hast immer und immer wieder neu an ihn geglaubt, ne? Ja. Immer die Hoffnung gehabt, na, vielleicht biegt sich das ja doch wieder zum Guten und vielleicht ist es doch nicht so schlimm, wie es sich jetzt anschaut, das Ganze. Er hat mich durch eine Glasscheibe geschmissen, da habe ich eine Platzwunde am Kopf gehabt. Und da habe ich immer gesagt, ach, der wollte das nicht, der hat mich nur zu feste zurückgezogen. Also es ist immer so hingedreht, um ihm noch eine Chance zu geben. Ja. Immer und immer und immer wieder. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? 4 Monate. Ach, so frisch noch. Ja. Ganz frisch. Ging denn die Trennung reibungslos über die Bühne oder gab es da noch weitere große dramatische Geschichten? Der ist vor Nacht vor meine Tür gekommen, wo ich vorher gewohnt habe. Lass mich doch rein, ich lieb dich doch und es tut mir doch alles so leid. Ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist, ich tue dir nichts mehr. Und diesmal habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Bitte, bitte geh. Ich war so weit, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Nur ich habe einen 2,5-jährigen Sohn. Das ist euer Sohn? Ja, unser Sohn. Ist er denn dann so doch relativ freiwillig gegangen? Oder gab es große Szenen noch und hat er dir noch mehr Gewalt angedroht? Der hat gesagt, ich werde dir das Kind entführen. Und wenn mich dann die Polizisten schnappen, dann sage ich nicht, wo das Kind ist. Er lasse ich den Kleinen verhungern, bevor du den wieder kriegst. Und da habe ich nur Angst gehabt, überhaupt was zu machen. Aber du hast es dann trotzdem gemacht vor 4 Monaten. Meine Mama und mein Papa haben mir geholfen. Die haben dir geholfen? Ja. Und er lässt dich auch in Ruhe im Moment? Der weiß zurzeit nicht, wo ich wohne. Ich bin nochmal umgezogen. Achso, du bist quasi richtig auf der Flucht gewesen und hast dich vor ihm... Das heißt, wenn er wüsste, wo du bist, dann hättest du Angst. Dann wäre er sofort hier. Du bist richtig anonym untergetaucht und hast dir jetzt irgendwo anders eine neue Existenz oder bist dabei, dir eine Existenz aufzubauen? Bin dabei. Neue das ist ja auch schon schön. Und alles, was vorher war, ist für mich, versuche ich wenigstens, dass es nicht mehr ist. Nur, wenn ich meinen Sohn angucke, der sieht ihn total ähnlich. Bedeutet die das, Augen, auch alles. Bedeutet das, dass du zu dem Kind auch eine gebremste Beziehung hast? Ja, doch schon. Wobei der Kleine kann ja nur nichts dafür, ne? Ich weiß das, nur wenn er mir zu sehr auf den Nerven geht, dann schreie ich ihn an, du bist genauso wie dein Vater, und im gleichen Moment denke ich, boah, was hast du denn jetzt gesagt? Der Kleine kann doch gar nichts dafür. Kerstin, da musst du aber auf der Hut sein. Also bei allem Verständnis für deinen Hass, aber das darf nicht an dem Kind abgelassen werden. Das Kind ist das Unschuldigste an der ganzen Geschichte. Das weiß ich ja. Und nicht, dass du einen neuen Gewalttäter da heranzüchtest, indem du so ungerecht mit ihm umgehst. Dann gib ihn lieber zur Adoption frei, oder? Nee, dafür liebe ich ihn doch zu sehr. Bin schon in Therapie. Bist du? Ja, einmal gewesen, ein halbes Jahr.
Und jetzt gehe ich regelmäßig zu meiner Therapeutin hin und habe Gespräche. Aber du bist ja erst 4 Monate getrennt von ihm. Das heißt, diese Therapie hast du heimlich gemacht, während du mit ihm noch zusammen warst. Ja. Ah ja. Die geht schon längere Zeit. Der Kleine ist jetzt zweieinhalb, bald drei. Also nochmal gesagt, da musst du dich wirklich ganz, ganz, ganz strikt am Riemen reißen. Ne? Und ich weiß. Ich habe den auch schon ohne Grund geschlagen und er hat eine Tasse umgekippt mit Wasser. Das ist eigentlich wirklich ein Kinkerlitzchen, sagt man. Da habe ich ausgeholt und habe ihn mitten im Gesicht gelangt. Und das kannst du nur, und das ist es gut, wenn du in therapeutischer Behandlung bist, indem du diese ganz grauenhafte Zeit, wie immer das auch gehen mag, ich weiß es nicht, aufarbeitest, sagt man so, aufarbeiten. Aber das kannst du nur mit Hilfe von außen schaffen. Und wenn du es nicht für dich tust, musst du es für das Kind tun. Für dein Kind, das ist ja dein Kind auch. Ich sag schon immer auch zu meinen Geschwistern oder so, der ist nur mein Kind, nicht sein Kind, das ist nur mein Kind alleine. Für mich versuche ich, dass der Mann nicht mehr existiert. Und hätte man mir damals die Chance gegeben, ihm irgendwas anzutun, ich hätte es, glaube ich, getan. Ich wollte das gerade fragen, wie groß dein Hass war oder beziehungsweise jetzt auch ist. Wenn du freie Hand hättest, was würdest du auch heute noch tun mit diesem Mann? Oh, ich habe viele Fantasien, was ich mit ihm machen würde. Sag mal eine. Ich würde ihn in den Keller sperren und immer mit dem Messer so tief in die Haut reinschneiden und dann Salz reinstreuen, dass das wehtut, dass er merkt, was er mir angetan hat die ganzen Jahre. Du möchtest auch, das haben wir gerade ja schon gehört, dass er leidet, ne? Ja. Du möchtest ihm gar nicht das Leben nehmen. Nein, ich möchte nur, dass er sieht, dass er auch Schmerzen, dass er genauso Schmerzen empfinden kann wie ich. Und besonders schlimm ist ja, dass er gar nicht für all das bestraft wird, was er dir angetan hat, sondern er lebt jetzt frei irgendwo weiter und hat eine neue Freundin. Hat eine neue Freundin und lässt an der vielleicht wieder seine Launen aus. Keine Ahnung. Was ich auch nachher erst erfahren habe, der hat zwischendurch mal 2 Freundinnen gehabt, mal 3 Freundinnen gehabt. Und ich war immer nur, dass du mal Biest sagt, hat er nachher gesagt, was zu Hause geblieben ist. Wenn du diese 6 Jahre so im Rückblick erinnerst und bewerten sollst, was waren das für Jahre in deinem Leben? Das sind die schlimmsten Jahre, die ich denken kann. Was hast du daraus gelernt, aus dem, was du da mitgemacht hast? Was ich daraus gelernt habe, ich gucke mir die Leute vorher an. Ich beschnupper die mehr wie vorher. Ich lasse die auch nicht mehr an mich ran, richtig. Wenn jemand. Das Schlimme ist, glaube ich, wenn man sowas mitgemacht hat, wenn man über Jahre sich hat so demütigen oder hat schlagen lassen, dass man dann ja darüber nachdenkt, warum hast du das so lange ertragen? Das kann ja mal eine Weile passieren, aber warum so viele Jahre? Ne, da ist ja irgendwas im Kopf vollkommen umgeschaltet gewesen. Und das darf eben nicht wieder vorkommen, so etwas. Nach einer Zeit denke ich, selber habe ich zu mir gesagt, du wolltest nur nicht mehr allein sein. Du wolltest jemanden haben, der abends nach Hause kommt. Und hast dafür das alles in Kauf genommen, was er mit dir gemacht hat. Ja. Ich wollte einfach jemand neben mir haben. Und zu sagen, da ist jemand, der für mich da ist. Verstehe. Auch wenn ich einen in die Fresse gekriegt habe. Da habe ich aber gedacht, ach, das geht wieder weg, das ist alles in Ordnung. Also du bist jetzt, wie du gerade gesagt hast, anonym untergetaucht und baust dir ein neues Leben auf, hast aber eine menschliche Verankerung, also du hast Ansprechpartner. Ja. Du bist nicht ganz allein und nicht ganz einsam. Meine Eltern halten zu mir, meine Geschwister, Gott sei Dank, die vorher gesagt haben, trennst du dich nicht von dem Mann, lassen wir dich fallen. Gut, das ist ja schon mal wichtig. Gut ist, dass du dich von ihm, wenn auch viel zu spät, hast getrennt. Und gut, unterstreiche ich auch nochmal, ist, dass du dich auch freiwillig in therapeutischer Behandlung befindest und begeben hast. Und nochmal mein Appell, arbeite an dir, tu was, damit du all das nicht an dem kleinen, unschuldigen Kind auslässt. Ich versuche schon. Ich versuche dann, was ich die ganzen Monate, die 4 Monate mit ihm gemacht habe. Ich habe ihn an die Arme gepackt, durchgerüttelt, richtig. Und der Kleine hat nur geweint die erste Zeit. Kerstin, das darf nie wieder passieren. Du darfst den kleinen Jungen nicht schlagen, du darfst ihn nicht durchrütteln. Der hat an all dem nichts. Der trägt keine Schuld an all dem. Wo er schon auf der Welt war, hat das die ersten 3-4 Wochen hat das aufgehört. Und dann fing der Kleine an zu schreien, weil er Bauchschmerzen hatte oder irgendwas. Boah, bring das bald zur Ruhe oder du kriegst gleich eine. Und dann bin ich mit den Kleinen durch die Wohnung gerannt. Bitte, lieber Gott, lass den einschlafen. Ich brauche Ruhe. Weil wenn er seinen Schlaf nicht gekriegt hat, ist er ausgerastet.
So, diese Zeiten sind ja nur Gott sei Dank vorbei. Ja. Und es muss dahin kommen, so wie du es gerade auch ausgedrückt hast, dass du irgendwann sagst, das ist mein Kind, das ist nicht sein Kind, das ist mein Kind, hundertprozentig. Und das habe ich lieb und für das Kind tue ich alles. Und dieser Mann ist aus dem Gesicht dieses Jungen verschwunden. So muss es kommen. Das Einzige, vor euch, was ich Angst habe, wenn er später mal groß ist und Mama, wer ist eigentlich mein Papa, was ich dann sagen soll? Dann wirst du ihm alles genauso erzählen, wie es war. Haarklein. Und ihm nichts vorlügen. Ihm ganz klar und offen gestehen, was passiert ist. Die meisten sagen, dann sag ich einfach, ihr habt euch getrennt. Nee, finde ich nicht. Und er hat einen Papa. Ich finde, sobald der Junge einigermaßen klar ist und man mit ihm reden kann, kannst du ihm das erzählen, dass es eine sehr schlimme Beziehung war. Und je älter er wird, desto detaillierter kannst du ihm auch erzählen, was vorgefallen ist. Das tut dir gut, das Kind, den Jungen später nicht zu belügen. Und für ihn ist es wichtig, wiederum auch mit der Wahrheit konfrontiert zu sein. Was war da und wo sind meine Wurzeln? Liebe Kerstin, alles Gute auch in deiner Therapie und überhaupt jetzt in dem neuen Leben. Und gutes Gelingen bei all dem, was jetzt vor dir liegt. Das ist schon ein schweres Stück Arbeit, glaube ich. Ich glaube, ich werde es auch schaffen, weil ich muss es ja schaffen. Du musst es schaffen, ja. Du allein musst für meinen Sohn. Genauso sehe ich es auch. Meine Eltern sagen immer, denk daran, der Kleine braucht dich. So ist es. Hundertprozentig braucht er dich, ja. Alles Gute, ich drücke die Daumen. Dankeschön. Tschüss, Kerstin. Tschüss. 1:36 und 26 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 37 und 15 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Hass. Gibt es im Moment jemanden in eurem Leben, den ihr sehr oder sozusagen abgrundtief hasst? Wenn ja, warum? Was ist da passiert? Oder werdet ihr von jemandem sehr gehasst? Was ist da passiert? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch gerne faxen unter 0800 5678 110. Es geht weiter mit Sven. Sven ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Domian. Hallo Sven. Hast du jemanden? Ich hasse den Mörder meines Bruders. Den Mörder deines Bruders? Ja. Erzähl mal, was da passiert ist. Ja, das war vor fast genau 2 Jahren, am 12. März 2000. Ja, war ein Samstag. Ja, ich saß zu Hause, hatte nichts zu tun. Mein Bruder war zu Besuch. Wie alt war der Bruder? 29. 19. Der 30 geworden, ein paar Tage später. Mhm. Ja, dann sind wir halt eintrinken gegangen, seine Stammkneipe. Ja, gegen 1 Uhr musste ich nach Hause, den letzten Bus kriegen. Ja, und danach weiß ich nur noch, dass er später nochmal, dass er dann gegen 3 Kneipe verlassen hat. Achso, er ist dann alleine in der Kneipe geblieben, weil du nach Hause musstest? Er ist alleine geblieben, hat sie gegen circa 3 oder 2:30 verlassen. Mhm. Ist dann später wiedergekommen mit seinem Mörder. Er hat ihn irgendwo unterwegs getroffen oder ob er ihn schon kannte, weiß ich nicht. Mhm. Ja, die beiden haben dann noch weiter getrunken bis 5 Uhr. Dann hat die Kneipe halt zugemacht. Mhm. Ja, der Besitzer von der Kneipe wollte meinem Bruder noch ein Taxi rufen, weil er halt total betrunken war. Ja, mein Bruder wollte aber laufen. Mhm. Ja, und am nächsten Morgen hat eine Spaziergängerin dann seine Leiche gefunden. Ein paar hundert Meter entfernt von der Kneipe. Mhm. Kann man denn rekonstruieren, was passiert ist? Ja, also die beiden haben dann halt die Kneipe verlassen. Das hat der Wirt dann so bestätigt? Ja. Mhm. Ja, werden auch ungefähr den gleichen Weg dann gegangen sein und er wollte höchstwahrscheinlich meinen Bruder berauben, weil er hat danach die Ohrringe, Kette, Portemonnaie und alles mitgenommen. Mhm. Ja, und hat so lange auf meinen Bruder eingetreten, bis er tot war. Also er hat ihn nicht erstochen, nicht Nein. hat ihn zertreten quasi, ja. zu Tode getreten. Ja, mein Bruder war auch nicht mehr zu erkennen.
Also es war der Polizei nicht möglich, ihn zu identifizieren halt. So verletzt und entstellt war das Gesicht? Ja, das Gesicht war gar nicht mehr zu erkennen. Ist er denn an dem Tatort verstorben? Hat man das im Nachhinein feststellen können? Oder hat er doch nur eine Weile, eine Stunde oder zwei Stunden gelebt? Er muss gestorben sein, ja. Aber es wird sehr, sehr lange gedauert haben. Mhm. Wie viel Geld hatte er bei sich? Hinterher vielleicht noch 50 Mark. 50 Mark? Ja. Ist der Täter gefasst worden? Ja. Wie lange hat das gedauert? 2 Tage. Mhm. Zu was ist er verurteilt worden? 9 Jahre. Du warst bei der Verhandlung dabei? Nur ein einziges Mal, weil ich als Zeuge aussagen musste. Hm. Wie hat sich der Täter im Gerichtssaal verhalten? Er saß ganz still da, hat gar nichts gesagt und hat eigentlich, ja, saß da, als wenn es um gar nichts gehen würde. Hm. Und die Motive waren bis zum Schluss nicht wirklich klar, sondern man vermutet, dass es um das Geld ging. Ja. Hm. Er hätte ihn ja auch einfach berauben können und er hätte ihn ja nicht umbringen müssen. Ja, das denke ich mir auch mal wieder. Mhm. Er ist zu 9 Jahren verurteilt worden. Wie denkst du über das Urteil? Eigentlich ist es zu mild. Mhm. Viel zu mild. Weil dann kamen wieder so Sachen wie harte Kindheit und Alkohol. Ja, ja. Mhm. Familienschulfähig. Mhm. Emotional nicht fähig. Mhm. Und so weiter. Hm. Wie alt war der Täter? Auch so ungefähr 19. 19 erst? Er war erst 19. Hm. War denn dein Bruder ihm körperlich unterlegen? Offensichtlich ja, oder? Eigentlich nicht. Wäre mein Bruder nicht so sehr betrunken gewesen, dann hätte der Täter nicht die geringste Chance gehabt, weil mein Bruder war zwar nicht sonderlich muskulös, aber er war halt Stallarbeiter und von daher hat er... Oh ja, dann hat er natürlich... extrem Kraft. Ja, natürlich, ja. Wie war denn euer Verhältnis? Sehr gut. Sehr gut. Hm. Also ich habe noch 2 Schwestern, auch beide älter, und mein Bruder war eigentlich derjenige, mit dem ich das beste Verhältnis hatte von meinen Geschwistern. Wie ist das denn in der Familie aufgenommen worden, bei deinen Schwestern, bei deinen Eltern, sofern sie noch leben? Ja, bei meinen Eltern ist das so eine Sache. Also bei meinem Vater, ich bin mir schon sicher, dass er ihn hart getroffen hat, aber er zeigt halt nie irgendetwas. Hm. Meine Mutter ist immer noch extrem fertig, wenn ich abends rausgehe oder so, pass auf, gucke. Ja, das ist aber auch verständlich, ne? Dass man, wenn so etwas geschehen ist, dass man immer Angst hat, als Eltern, als Mutter. Meine älteste Schwester weiß ich nicht. Weil du kein Ich habe Kontakt zu ihr, nur wir verstehen uns halt absolut nicht. Mhm. Wir sind absolut unterschiedlich. Mhm. Und die andere Schwester? Die leidet auch sehr drunter. Ja. Auch meine Nichten und Neffen, sein Sohn. Sag mal, Sven, der Bruder war zu Besuch bei dir. Ja. Du hast das dann an einem anderen Morgen auch relativ schnell erfahren, was passierte? Nee, erst gegen Abend. Erst also gegen ich Abend. War beim Freund, der wohnt direkt gegenüber bei mir. Hm. Dann kam mein Vater halt rüber, Kriminalpolizei ist da. Hm. Dann meinte ich, ja, ich habe nichts gemacht noch so. Und dann meinte mein Vater so, naja, der Dirk ist tot. Und dann meinte ich, ja, hab da gar nicht geglaubt. Hast du dir denn nicht schon Sorgen gemacht, dass er den ganzen Tag nicht aufgetaucht war und auch in der Nacht eben nicht? Nö, er hat ja nicht zu Hause gewohnt. Mhm. Er hat ja halt seine eigene Wohnung gehabt und er kam öfters mal vor. Achso, ich dachte, er wollte zu dir nach Hause dann kommen. Achso. Mhm. Das kam dann öfters mal vor, dass er sich einen Monat nicht gemeldet hat, weil er halt auch auf Montage war. Kann man das, wenn man sowas hört, sowas Grauenhaftes hört, kann man das im ersten Moment glauben überhaupt? Nein, absolut nicht. Wann hast du es geglaubt? Bei der Beerdigung. Erst bei der Beerdigung? Ja. Mhm. Musste denn irgendjemand aus der Familie, wenn es auch fast nicht möglich war, aber dennoch ihn identifizieren? Nein. Es hat ihn niemand mehr gesehen, zugerichtet, wie er war. Nein. Das war auch wahrscheinlich sehr richtig so, ne? Und gut so. Ja, nur hinterher, leider war auf RTL eine Dokumentation darüber, aber explosiv. Und da hat meine Mutter leider kurz gesehen. Und die haben das Gesicht gezeigt? Nein, die haben nur gezeigt, halt, wie er da lag, aber er hat schon gereicht. Mhm. Ja, hattet ihr denn gar nicht das Einverständnis gegeben? Nein. Nein. Das war halt über den Prozess und alles. Mhm. Dann kam halt das Videomaterial auch. Wie hast du denn die Beerdigung in Erinnerung? Ja, ich glaube, so schlimm ging es mir noch nie. Mhm. Das war eigentlich der schlimmste Tag in meinem Leben. Mhm.
Jetzt ist es 2 Jahre her, dass dein Bruder ermordet wurde. Du warst ja auch 17 damals, du bist jetzt 19, ne? Ja. Gehst du oft zum Grab deines Bruders? Nein. Nein. Ich gehe ganz, ganz selten. Einmal im Jahr eigentlich nur. Hm. Wir haben das gerade ja auch schon gehört von den Leuten, die auch an die Täter denken und sehr viel Hass empfinden. Bei der Kerstin zum Beispiel auch vorhin. Ist es bei dir auch so, dass je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der Hass auf diesen Mann? Je mehr du darüber nachdenkst? Es geht. Also so extrem ist der Hass nicht mehr. Mittlerweile ist es mehr Verachtung. Mhm. Also es schwächt sich schon etwas ab. Ja, ich sehe ihn halt auch nicht. Wenn er mir über den Weg laufen würde, wüsste ich nicht, was ich machen würde. Das wäre wieder was anderes. Oder wenn ich jetzt wüsste, dass er aus dem Knast rausgekommen ist. Ich wollte gerade sagen, also 9 Jahre sind nicht so sehr lange. Und wenn der sich gut führt, kommt er vielleicht erheblich früher raus. Ja. Hast du Angst davor, wenn er rauskommt und eventuell dir über den Weg läuft? Würdest du ihn erkennen, erstmal gefragt? Es könnte sein. Hm. Sicher bin ich mir nicht, dass ich ihn erkennen würde. Hättest du dich im Griff? Nein. Hm. Wir wollen hoffen, dass er dir nicht über den Weg läuft. Ja. Ne? Und wir wollen hoffen, dass in den nächsten Jahren dieser Hass, der völlig menschlich ist und berechtigt ist, jeder von uns sollte so empfinden, dass der sich schon noch mehr abschwächt und in diese Verachtung übergeht. Ja. Weil der Hass zerfrisst dich ja auch. Das haben wir gerade ja auch schon ein paar Mal gehört und erzählt bekommen. Ja. Lieber Sven, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Ingeborg. Und Ingeborg ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Ingeborg. Ja, du, hier ist Ingeborg. Bist jetzt dran. Guten Abend, Domian. Ja. Ich sehe deine Sendung sehr oft und sehr gern und bewundere dich. Ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Problem. Mhm. Ich habe vergangenes Jahr im Oktober einen Mann kennengelernt. Und ich habe eigentlich an Liebe auf den ersten Blick nie geglaubt, aber musste mich eines Besseren belehren lassen. Mhm. Und wir hatten auch 4 Monate eine wunderschöne Zeit. Mhm. Und am 14. Februar haben wir uns dann mehr oder weniger geeinigt, dass wir das doch erstmal ruhen lassen. Also vorige Woche, ne? Was? Vorige Woche. Vergangenes Jahr Februar. Ach, vergangenes Jahr, Februar. Ach ja, so. Ah, ja, am 14. Februar. Mhm. Er hat am 29. Januar Geburtstag. Mhm. Und da hatte ich alles schön hergerichtet für den Geburtstag. Mhm. Aber er kam nicht. Und dann ist er am 14. gekommen und da hatten wir uns ausgesprochen. Er hat Angst, wenn er weiter zu mir kommt, dass er sich dann entscheiden muss und jeden Abend da sein möchte. Mhm. Und das kann er aber aufgrund seiner Selbstständigkeit und seines noch Verheiratetseins nicht. Mhm. Und wie gesagt, ich liebe diesen Menschen noch auf einer Seite, ja, aber auf der anderen Seite hasse ich ihn sehr. Warum? Weil mich das Ganze quält, es mir gesundheitlich nicht sehr gut geht. Und weil er nicht letztendlich sich konsequent auch dann für euch und für eure Beziehung entschieden hat. Ich hatte ihm freigestellt, dass, weil er im Prinzip in seiner Ehe nur nach außen hin eine gute Ehe führt und ansonsten auch allein in seinem Zimmer sitzt. Mhm. Er hat sein Zimmer gleichzeitig, also Schlaf- und Wohnraum, mhm, als Büro. Also im Prinzip ist die Ehe kaputt? Und ja, sie wird nur als Fassade nach außen aufrechterhalten. Ja. Und ihr wiederum hattet... Wegen der Firma. Und ihr wiederum hattet ein paar Monate eine ganz tolle Beziehung. Eine wunderbare Beziehung, die ich im ganzen Leben nie gehabt habe. Und er auch nicht? War es für ihn auch sowas Besonderes? Ja, eben. Das ist es ja. Und das ist es für ihn auch heute noch. Mhm. Und wir beide klammern uns nun an die Erinnerungen. Mhm. Und wie gesagt, er traut sich nicht, wieder herzukommen, weil er dann genau weiß. Sag mal, Ingeborg, jetzt geht das über ein Jahr, ungefähr ein Jahr, ne? Geht das ja so? Mhm. Wie oft hast du ihn denn im letzten Jahr gesehen? Ich muss sagen, ich weiß, wo ich ihn sehen kann und sehe ihn jede Woche 2-mal praktisch von
wir grüßen uns dann auch. Aber aus einer gewissen Distanz, also ihr trefft euch nicht und ihr redet auch nicht miteinander. Na, wenn ich da reinkomme, guten Tag. Ist das so ein Café, Restaurant oder sowas? Ja. Mhm. Aber es gibt halt kein intimes Gespräch, gar nichts. Nein, aber er ist genau noch davon überzeugt und beteuert mir das auch laufend wieder. Und wie gesagt, ich hänge noch an ihm, aber auf der anderen Seite hasse ich ihn. Aber wie beteuert er dir das denn, wenn ihr gar nicht miteinander reden könnt oder redet? Wenn ich ihn dann ab und zu mal anrufe. Ach so, das macht ihr dann doch noch. Das mache ich dann, um ihn zu ärgern, wenn ich wütend bin. Mhm. Also im Prinzip ist dieser Schwebezustand jetzt seit einem Jahr. Ja, genau. Und du grämst dich unglaublich und bist halt auch sehr, sehr, sehr zornig auf ihn und hast Hass, dass er so letztendlich weil er so schwach ist. Auf der anderen Seite komme ich nicht weg von ihm. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich meine, es ist auch gerade kein Kompliment für dich, dass er nicht zu dir kommt, wenn ihr so eine tolle Beziehung habt. Verständlicherweise, dass du da sehr sauer bist. Ne? Na, das würde ich nicht so sehen. Denn, sondern? Wie gesagt, weswegen hast du denn Hass auf ihn, wenn nicht deshalb? Weil er zu feige ist, wegen seinem Geschäft. Ja, so meinte ich das ja auch. Mhm. Weil er da angeblich nur arbeiten muss, weil er da angeblich keine Zeit hat und dann nur alleine hockt. Aber letztendlich, Ingeborg, wenn er das jetzt ein Jahr durchgezogen hat, zeigt das ja auch etwas über seinen Charakter. Nämlich, dass er wirklich ein Feigling ist. Und dass er wirklich nicht das tut, was ihm das Herz eigentlich sagt. Ja, aber das müsste dir doch auch ein bisschen helfen, von ihm loszukommen und den Hass loszuwerden. Nach dem Motto, er ist eben nicht so toll, wie ich das die ersten Monate gedacht habe. Das ist ja das Schlimme. Ich liebe ihn noch und auf der einen Seite... ist der Hass da. Mhm. Ja, aber wie ich jetzt gerade sagte, das müsste dir doch eigentlich ein bisschen helfen, davor wegzukommen, weil er dich ja schlecht behandelt und insofern auch einen schlechten Charakterzug an den Tag legt, nämlich die Feigheit, wie du sie gerade beschrieben hast. Mhm. Ne? Nun hatte ich gehofft, dass ich von dir einen guten Ratschlag kriegen könnte, was ich da machen kann. Und ich habe auch Probleme, mich haben schon oft viele andere auf der Straße angesprochen oder wenn ich so Leute kennengelernt habe, wenn ich aus war mit Bekannten. Also Ingeborg, was ich dir sagen möchte ist, ich glaube, das Allerbeste ist, radikal einen Schnitt zu machen, nicht mehr zu telefonieren, nicht mehr dahin zu gehen, wo du ihn triffst und wo man sich grüßt oder ein paar Worte wechselt. Schluss aus. Er will dich nicht. Und das musst du jetzt akzeptieren. Und du quälst dich ja damit auch, indem du immer wieder den Kontakt suchst und dich damit auseinandersetzt. Nein, gar nichts mehr. Punkt. Nicht drauf reagieren. Gar nicht mehr drauf reagieren. Die Würfel sind doch gefallen. Er will dich nicht. Was willst du dich weiter quälen? Wenn, dann soll er von sich aus eine Initiative starten. Tut er aber nicht. Ich finde, das ist ein hartes Vorgehen für sich selbst, aber letztendlich das Beste. Weil du wühlst immer wieder in dem Schmerz und immer wieder in der Wunde, wenn du dich mit ihm triffst oder wenn du dich mit ihm auseinandersetzt. Ich merke, wenn ich mit ihm rede, dass er dann mir sagen will, dass er mich noch so liebt, aber... Ja, und das tut ja jedes Mal... Da ist die Sprache dann immer bei ihm fast weg. Ja, und das tut ja jedes Mal weh. Deswegen mein klarer Rat... Und er sagt, er denkt gar nicht ständig an die schöne Zeit. Ja, aber das ist ja auch völlig egal, ob er daran denkt oder nicht. Es nutzt dir jetzt auch nicht weiter. Nee. Dir nutzt weiter, gar nichts mehr von ihm zu wissen und gar nichts mehr von ihm zu hören. Das wäre mein Rat an dich. Am besten links liegen lassen. So finde ich es ja, absolut. Mhm. Versuche es. Ein Versuch wäre es wert. Ja, alles Gute dir, Ingeborg. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören, tschüss. Und noch schönen Abend. Danke sehr. Weiter so schöne Sendung, ich verfolge es fast jeden Abend. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Sonja. Und Sonja ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sonja. Ich hasse den Vater meines Kindes. Den Vater deines Kindes? Ja, genau. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 3 Jahre alt. Mhm. Wie lange warst du überhaupt mit dem Vater zusammen? Nein, also meine kleine Tochter stammt aus einer Vergewaltigung. Ich bin vergewaltigt worden von dem Vater meines Kindes. Mhm.
Er war nur ein guter Bekannter und hat mich damals zum Frühstück eingeladen und ja. Was ist genau damals passiert? Wie ist deine Tochter entstanden? Meine Tochter ist damals entstanden, ich bin 3 Tage nach meinem 17. Geburtstag, ich bin zum Essen eingeladen worden mit noch anderen Freunden. Wir waren so eine große Freundesklicke und ja, daraus ist das entstanden. Keiner von meinen anderen Freunden ist gekommen und ich war die Einzige, die da war. Ich hatte mich zu, genau an den Terminzeitpunkt gehalten, ich war sogar 5 Minuten zu spät. Mhm. Keiner von den anderen war da und dann wollte ich nach ungefähr 10 Minuten wieder gehen und er hat mich einfach nicht gehen lassen. Und war er auch in deinem Alter oder ist er in deinem Alter? Nein, er ist 20 Jahre älter. 20 Jahre älter. Ja. Und zwar damals ein guter Bekannter. Man konnte mit ihm reden. Es war alles super toll, so in der Öffentlichkeit. Jetzt war niemand anderes da, obwohl einige Leute da sein sollten. Wie ging es dann weiter? Was ist konkret passiert? Ich wollte zur Tür hin und ich wollte gehen. Er hat mich nicht gehen lassen, er hat mich festgehalten. Ich bin dann zur Tür gerannt, zur Haustür, wollte gehen und kurz vor der Haustür hat er mich gepackt und ich bin dann hingefallen und ja, er hat mich vergewaltigt. Mhm. Vermutest du, dass das Ganze inszeniert war, dass er das so gedreht hat, dass da niemand anderes kam? Das vermute ich. Davon bin ich heute noch der Meinung. Mhm. Du bist von ihm vergewaltigt worden in seiner Umgebung, in seiner Wohnung. In seiner Wohnung, ja. Was ist dann direkt unmittelbar danach passiert? Was hast du gemacht? Wohin bist du gegangen? Nach Hause, weil meine Eltern gerade genau in dem Zeitpunkt im Urlaub waren. Und ich habe geduscht. Hm. Genau 3 Stunden. Ich habe 3 Stunden den ganzen Dreck und den Schmutz von mir gewaschen. Hm. Du bist nicht zur Polizei gegangen? Nein. Hast du es Viel später bin ich zur Polizei gegangen. Und dann gab es keine Beweise und das Verfahren wurde eingestellt gegen ihn mangels Beweise. Mhm. Hast du es dann deinen Eltern erzählt, als sie aus dem Urlaub zurückkamen? Nein. Hast du es irgendjemandem damals erzählt, unmittelbar danach? Einer Freundin oder so? Niemandem. Aber dann hast du gemerkt, nach einer gewissen Zeit, dass du schwanger bist. Genau, nach genau 16 Wochen. Und da war dir klar, das kann nur davon kommen? Genau, ich war nämlich vorher noch Jungfrau. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Sex ist, wie es abläuft so ungefähr. Warum hast du das Kind ausgetragen? Ich konnte der Frauenärztin, die auch Frauenärztin meiner Mutter war, ich konnte ihr nicht sagen, dass ich vergewaltigt wurde. Ich konnte es einfach nicht. Ich saß da, sie hat mich gefragt, war es denn eine Vergewaltigung? Ich bin damals in Tränen ausgebrochen. Aber wieso hat sie das überhaupt gefragt? Wie kam sie auf die Idee? Das muss ja auch schon irgendwie dann in der Luft... Weil sie meinte, sie sind in der 16. Schwangerschaftswoche schwanger und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich fand es so grausam. Mm, mm. Für mich war das ganz grausam. Ich fühlte mich ganz schrecklich. Mm. Und das heißt, wenn du es hättest aussprechen können, hättest du am liebsten abgetrieben? Ja. Mm. Und im Gegenzug dazu bin ich heutzutage ganz froh, dass ich die kleine Maus habe. Ja, das ist jetzt auch meine nächste Frage. Wie hat sich dann das Verhältnis zu dem Kind entwickelt? Hast du es wirklich akzeptiert von Anfang an oder erst später? Erst viel, viel später. Mhm. Ungefähr als die Kleine, kurz nach ihrem 2. Lebensjahr, da habe ich sie erst angefangen zu akzeptieren. Als ich meine eigene Wohnung kriegte, ein neues Leben aufbauen konnte, eine Ausbildungsstelle hatte und dann konnte ich erst anfangen, meine kleine Tochter zu akzeptieren. Ist es für dich einfacher, dass es eine Tochter ist und kein Sohn? Das Kind zu akzeptieren? Das Schreckliche, also ich würde sagen, ja, es ist einfacher, dass es eine Tochter ist. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso schwer, weil sie sieht ihrem Vater verdammt ähnlich. Mhm. Hast du diesen Mann irgendwie nochmal gesehen oder begegnest du ihm sogar manchmal? Ich begegne ihm regelmäßig, weil er genau in der gleichen Stadt wohnt wie ich. Er wohnt, sage und schreibe, genau schräg gegenüber von mir. Schräg gegenüber von dir? Schräg gegenüber von mir. Weiß er, dass das sein Kind ist, das du hast? Ja, das weiß er. Er hat sogar die Vaterschaft vom Jugendamt anerkannt. Er zahlt aber nicht für das Kind. Er hat die Vaterschaft anerkannt? Also das heißt, wie hat er das denn dann dargestellt? Das war keine Vergewaltigung, sondern er hat einfach mit dir geschlafen, oder wie? Genau, ich wollte es ja. Ich habe ihn provoziert. Ich verstehe. Und das war alles
es war alles mein gewollt. Ich wollte es ja. Dennoch, ich wollte ja unbedingt mit ihm schlafen. Dennoch hast du ihn über alle Maße, verständlicherweise. Ich hasse ihn und ich treffe ihn und sage ihm auf den Punkt zu. Sonja, jetzt muss ich leider ganz krass sein und dich abwürgen. Die Sendung ist vorbei. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Okay. Okay, leg auf. Ja. In der Technik war Anne Buchholz. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder hier. Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut. Ciao.